Sehr geehrte Präsidentin, liebe KollegInnen! Die und ihre Mitverbrecher gehören sofort an die Wand gestellt. Sperrt die Frau endlich in ein Arbeitslager, lebenslänglich. Soll sich verpissen, die blöde, hässliche Fotze. Das sind Kommentare zu Politikerinnen, zu finden in AfD-Facebook-Gruppen. Und auch auf dem Facebook-Profil der AfD-Partei finden sich ungelöscht seit Jahren Mordfantasien. Auch mir haben Kommentatoren im Internet schon gewünscht, ich solle zu Tode vergewaltigt oder als linker Dreck vernichtet werden. So etwas ist digitaler Alltag für viele. Rechtsextreme mit und ohne AfD-Parteibuch wollen mit digitaler Gewalt diejenigen einschüchtern, die sich gegen ihre Politik stellen. Sie wollen die Demokratie zerstören und die Gesellschaft spalten, auch Sie, Frau Storch. Für manche ist die Gefahr allerdings nicht nur abstrakt, sondern zutiefst persönlich. Sie werden gejagt, geschlagen, ermordet oder in den Suizid getrieben, wie Lisa Maria Kellermeier, die österreichische Ärztin, die Hass- und Morddrohungen nicht mehr ertragen konnte. Es ist höchste Zeit, gegen digitale Gewalt mehr zu tun, und der European Digital Services Act ist ein wichtiges Werkzeug dafür. Ich verstehe daher nicht, warum die Ampel die Umsetzung so verspätete, dass die BNetzA als zuständige Behörde für über 5.000 digitale Diensteanbieter immer noch keine Rechtsgrundlage hat, obwohl das Europarecht seit Wochen gilt. Und deshalb hat die BNetzA auch im Haushalt 2024 nur ein Fünftel der nötigen Stellen erhalten und kann ihre Aufgaben nur zu spät und zu wenig erfüllen. Aber immerhin, die Ampelkoalition hat den zuerst ziemlich schlechten Entwurf noch ordentlich nachgebessert. Das Beschwerdeportal soll per Gesetz nutzerfreundlich sein. Die Behördenleitung muss, Überraschung, fachliche Qualifikationen erfüllen. Und der Beirat wird noch unabhängiger und transparenter. Und das alles ist sehr gut. Aber lächerliche 300.000 Euro Forschungsetat wurden nicht aufgestockt. Und einige Verbesserungen kommen nur vielleicht und in anderen Gesetzen. Zum Beispiel die überfällige Reform zur Impressumpflicht, der Veröffentlichungspflicht privater Adressen im Internet, die für viele gefährlich ist. Unseren Antrag der Linken hat die Ampel zuletzt im November abgelehnt. Ich würde mich freuen, wenn er trotzdem umgesetzt würde. Inakzeptabel aus linker Sicht ist allerdings, dass im Digitale-Dienste-Gesetz eine Konkretisierung der Straftaten fehlt, zu denen automatisiert Daten an das BKA zu melden sind. Sachverständige haben dadurch Ausspielräume gesehen. Und so wird unseres Erachtens die Datenausleitung eben nicht auf das notwendige Maß beschränkt und die Balance zwischen Strafverfolgung und Grundrechtsschutz verletzt. Auch Netzsperren wegen Urheberrechtsverletzungen sind keineswegs, wie von Ampelpolitiker gegenüber den Medien behauptet, nur noch in richterlichen oder behördlichen Anordnungen möglich. Und das kritisieren wir Linke auch weiter. Von uns gibt es daher nur eine Enthaltung. Für eine Zustimmung ist der Entwurf leider noch nicht gut genug. Vielen Dank. Als Nächster hat das Wort für die Fraktion Bündnis 90 Die Grünen Renate Künast.